Teddybär, dreh dich um. Teddybär, mach dich krumm. Teddybär, bau ein Haus. Allererste Hilfe ist, alles zu tun, damit sich das Kind sicher und geschützt fühlen kann. Eine Höhle, gesichert mit einer Alarmanlage, Waffen und wilden Tieren. Der Erbauer, ein kleiner Junge in einem Kinderheim. Hier kann ihm niemand mehr etwas antun. Das Erste, was das Kind hier erfährt, ist, hier bist du sicher, hier kommt keine fremde Person rein, die nicht in diese Gruppe gehört. Diese Gartenlaube in Münster war kein sicherer Ort für einen kleinen Jungen, bis die Polizei ihn rettete. Der entscheidende Antrieb für uns ist, dass wir Kinder erlösen von ihren Qualen, die sie haben. Und das treibt uns an. Wir lernen Menschen kennen, die gequälten Kindern helfen, die sie in Sicherheit bringen und betreuen. Heilung entsteht dann, wenn Kinder beginnen zu verstehen, das, was ich erlebt habe, war eigentlich nicht richtig. Wie viele Kinder haben erlebt, dass es nicht anerkannt worden ist, dass keiner das aussprechen mag, dass andere Leute das verleugnen, und das wollen wir nicht. Wir wollen, das, was dir passiert ist, ist wirklich passiert, und wir gehen in deine Welt. Wir erzählen die Geschichte von Anton aus Münster. Er ist 10 Jahre alt. Hier in dieser Siedlung hat er gewohnt. Wir zeigen ihn nicht, und er heißt auch gar nicht Anton. Was er durchmachen musste, erschüttert sogar hartgesottene Ermittler. Anton hat grausame sexuelle Gewalt erlebt. Auch hier in diesem Haus in Münster soll er furchtbar gelitten haben. Einer der mutmaßlichen Täter soll der Stiefvater sein. Seit Mai sitzt er in Haft. Mitten in der Nacht wird Anton auf diesem Parkplatz in Münster aus seinem Martyrium befreit. Um 1 Uhr nachts fährt ein Auto vor. Darin sitzen 2 Männer aus Hannover und Anton. Zwei Polizisten haben schon auf Anton gewartet. Die beiden Männer aus Hannover versuchen eine Erklärung. Sie wollten Anton nach Hause bringen. Die Polizisten nehmen den Jungen mit. Endlich in Sicherheit. Super. Es werde Licht. Wer hilft Kindern wie Anton? Wir sind im Kinderheim in Rheine. Es ist Frühstückszeit. Der Tag beginnt hier mit dem immer gleichen Ritual. Bei uns hat jedes Kind einen Kerzentag. Das ist ein besonderer Tag für das Kind. Das Kind darf sich morgens schon darauf freuen, an den Tisch zu kommen, die Kerze anzustellen, das gemeinsame Essen einzuleiten, indem es ein Gebet spricht. Einfach das Kind an dem Tag als was Besonderes darstellen und zeigen, du bist hier bei uns, du hast einen Platz bei uns und wir sehen dich und heute darfst du entscheiden. Ja. Wir erleben, wie die Kinder zur Ruhe kommen. Sicherheit, Geborgenheit, Vertrauen. Die meisten haben das zu Hause nicht erlebt. Dann schneiden wir gleich noch was Neues. So, was fehlt noch? Das Gebet, genau. Du darfst dir, wenn du möchtest, ein Gebet aussuchen und dir überlegen, ob du es selbst vorlesen möchtest oder ein Erwachsener das machen soll. Ich glaube, ich nehme das. Das. Guter Gott, lass uns lachen und nicht weinen. Lasse deine Sonne scheinen. Bis in unser Herz hinein. Lass uns immer bei dir sein. Amen. 13 Kinder leben in dieser Gruppe. Sie wurden geschlagen, misshandelt oder haben sexuelle Gewalt erlitten.
Wir dürfen in dem Heim drehen, aber nicht mit den schwer traumatisierten Kindern. Und das wollen wir auch gar nicht, um sie zu schützen. Als erstes erfährt das Kind hier bei uns in der Gruppe, dass es hier geschützt und sicher ist. Dass es die Gewissheit hat, hier kommt kein Fremder in die Gruppe, der nicht zur Gruppe gehört. Also sei es ein Handwerker, sei es Eltern oder andere fremde Personen, Besucher. Da wird dem Kind ganz klar signalisiert, hier bist du sicher, hier sind nur die Kinder in der Gruppe und die Erwachsenen, die du kennst, die dir vertraut sind. Und sonst kommt hier niemand rein. Wir passen auf dich auf, wir schützen dich, egal zu welcher Zeit, ob morgens, ob mittags oder ob abends oder nachts. Na, die Türen bleiben für Fremde zu und hier ist ein sicherer Ort und da sorgen wir für. Einen sicheren Ort hätte auch Anton aus Münster gebraucht. Dieser hier war es nicht. In diesem Kleingarten soll sein Stiefvater ihn vergewaltigt haben. Die Gartenlaube wurde hundertfach von Reportern gefilmt. Anton kennt sie auch von innen. Im vergangenen April soll Antons Stiefvater zusammen mit drei anderen Männern in die Hütte gekommen sein. Mit Anton. Und einer der Männer soll seinen Sohn mitgebracht haben. Der ist gerade 5 Jahre alt. Über Stunden sollen die Männer die Kinder in der Hütte vergewaltigt und davon Fotos und Filmaufnahmen gemacht haben. Kommst du überhaupt auf den Boden? Nee. Unbeschwertes Spielen, ohne Angst, mit einem festen Tagesablauf leben, mit Erwachsenen, die für sie sorgen und an ihrer Seite stehen. Viele Kinder erfahren diese Fürsorge zum ersten Mal in ihrem Leben. Jennifer Grüß lebt für und mit den Kindern, Tag und Nacht. Sie und ihr Team im Caritasheim in Rheine stehen auf der Seite der Kinder, ohne Wenn und Aber. Wir verstehen uns auch immer als Anwalt der Kinder. Wir sind sehr parteilich, wir sind auf Seiten der Kinder und wir wollen das auch sein. Ja, wir wollen auch sagen, und ich kann das total verstehen, ich wäre auch wütend, wenn Mama mich gehauen hätte oder nicht auf mich aufgepasst hätte. Wir können das, weil wir eben für die Kinder da sind. Das ist auch die positive Seite, die wir hier sehen. Und das hilft auch, um vielleicht auch schwierigere Geschichten gut annehmen zu können und zu sagen, und jetzt können wir noch zusammen irgendwas schaffen. Und manchmal helfen dabei auch ganz einfache Dinge wie Brotdosen. Einige Kinder bekommen nachts eine davon ans Bett gestellt. Das sind oft Kinder, die die Erfahrung gemacht haben, nicht immer genug bekommen zu haben, die Hungererfahrung gemacht haben. Und hier sollen diese Kinder einfach lernen, ich muss nicht hungern hier, ich bekomme genug zu essen, die Brotdosen sind voll. Und wenn die nachts dann mal leer ist, dann kann ich die auch immer wieder zu den Erwachsenen bringen und die füllen die dann nochmal nach. Hier gucken wir wirklich, was braucht das Kind. Und wenn das Kind halt auch mit 10 Jahren noch eine Nuckelflasche braucht, dann kriegt das Kind mit 10 Jahren noch eine Nuckelflasche. 1, 2, 3. Genau, also das ist so ein bisschen ein Fass ohne Boden. Er kann eigentlich immer weiter essen und essen. Was sagt er denn selber dazu? Er sagt, er möchte das Brot. Er sagt, er möchte das Brot. Das Kind hat total das Versorgungsthema. Möchte eigentlich bei jeder Mahlzeit über seinen Hunger hinaus essen. Mhm. Er stopft. So ist es in der Therapie auch. Er baut immer wieder Situationen, wo er sich große Vorräte anlegt, wo er sagt, das ist alles meins und das darf ich alles alleine essen. Und keiner kriegt was ab von mir. Normalität heißt, dass wir dieses Kind jetzt nicht die ganze Zeit mitleidig anschauen zum Beispiel, sondern offen sind. Offen sind für das Kind sozusagen, was zeigt es, was braucht das Kind eigentlich gerade, wenn es verstört ist, wie können wir das absichern, wie kann es mit anderen Kindern zusammen am Tisch sitzen und Abendbrot essen, wie kann es mit in den Zoo gehen, wie kann es wieder zur Schule gehen, welche Möglichkeiten gibt es da eigentlich. Ja, damit überhaupt ein Umfeld geschaffen wird, dass sich auch ein Kind selber wieder normal fühlen kann. Ui. Ui, ja. Stille, Vorsicht! Ganz abgelenkt warst du. Im Schnitt bleiben die Jungen und Mädchen 1,5 Jahre lang im Caritas-Kinderheim in Rheine.
So lange, bis sich zeigt, wo sie in Zukunft am besten leben können. Und wir versuchen es nicht in die heile Welt zu ziehen. Die meisten Eltern und Pädagogen denken, jetzt ist es doch hier gut. Und jetzt erkennen doch endlich mal, dass wir nicht solche Leute sind. Ja, und du siehst doch, dass hier immer genug zu essen ist. Und jetzt merkst du doch, dass wir keinen Sex mit dir wollen, wenn wir jetzt über Missbrauch sprechen. Aber noch wichtiger wäre, dass wir uns trauen, sozusagen mit unserer Aufmerksamkeit in die Welt des Kindes zu gehen. Das würde zum Beispiel heißen, und jetzt denkst du wohl, ich bin auch so ein Mann, der nur Sex von dir will. Und dann gehen wir in das Feld des Kindes rein. In Antons Welt gab es offenbar viele Männer, die Sex von ihm wollten. In der Wohnung seines Stiefvaters und dessen Mutter fanden Ermittler der Polizei mit ihren Datenspürhunden gewaltige Mengen an kinderpornografischen Bildern. Antons Stiefvater hatte sich technisch gut gerüstet, mit einem hochprofessionell eingerichteten Serverraum im Keller. Auch in der Gartenlaube fanden die Ermittler massenweise Bilder und Videos. Insgesamt mehr als 700 Terabyte an Computerdaten stellten sie sicher. Es bräuchte Jahrzehnte, um das alles anzuschauen. Anton soll solche Szenen oft am eigenen Leib erlebt haben. Nach Angaben der Ermittler soll sein Stiefvater ihn und andere Kinder immer wieder gefilmt und die Bilder und Videos über das Darknet verbreitet haben. Diese Männer und Frauen haben bereits tausende kinderpornografische Bilder gesehen. Die Ermittler rund um den Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach. Sie fahnden nach Tätern und vor allem suchen sie Opfer. Tagtäglich durchforsten sie dafür Bilder, Videos und Chatverläufe. Schau mal, in dem Video, ich meine die Wohnung von den Beschuldigten zu erkennen an der Tapete. Ja. Mach doch mal. Ein guter Tag ist eigentlich, wenn man die Auswertung beginnt und man stößt in einem Chat auf Hinweise, die zur Ergreifung eines Täters führen. Also, dass man dann sagt, oh, der kommt aus Essen, der ist 52 Jahre alt, hat zwei Kinder, die heißen so und so. Und man kann mit diesen Puzzlestücken einen Täter finden. Und der wird an dem Tag vielleicht sogar noch festgenommen. Das ist dann ein guter Tag. Und es gab bereits einige gute Tage für die Ermittler. Rund 90 Tatverdächtige hat die Ermittlungskommission Berg dingfest gemacht und mehr als 50 Kinder aus ihrem Martyrium befreit. Außerdem haben sie etwa 30.000 verdächtige IP-Adressen entdeckt, so ein Zwischenstand im August. Bei der Auswertung der Bilder kann jedes noch so kleine Detail hilfreich sein. Das kann mal ein Plüschtier sein, das kann mal eine Bettdecke sein, das kann aber auch ein Blick aus dem Fenster sein. Wir hatten mal ein Foto, da war aus dem Fenster heraus ein Kirchturm zu erkennen, in einer Bergregion. Das haben wir an alle Polizeidienststellen in Bayern geschickt. Und ein Kollege hat tatsächlich den Kirchturm erkannt. Und aufgrund des Blickwinkels Kirchturm zu Fenster konnten wir auch in der Folge dann ermitteln, aus welchem Haus heraus das Foto aufgenommen wurde. Der Täter wurde verhaftet. Für die Ermittler wieder so ein guter Tag. Oft aber dauert es sehr lange, bis Handys oder Laptops überhaupt entschlüsselt sind. Manchmal monatelang. Die Ermittler brauchen Geduld und vor allem starke Nerven. Die sind besonders geschult. Die durchlaufen auch regelmäßige Supervisionen, um das Erlebte dann verarbeiten zu können. Das schützt uns aber leider Gottes nicht davor, dass der eine oder andere trotzdem krank geworden ist. Da werden Praktiken beschrieben, wie man Kinder gefügig macht, wie man vorgehen muss, damit auch ein zum Beispiel Vierjähriger noch vergewaltigt werden kann, ohne dass er es merkt. Das ist schon erschreckend und sehr belastend, was dann auch dazu führt, dass der eine oder andere sagt, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe. In Nordrhein-Westfalen sind schon drei Ermittler so schwer krank geworden, dass sie in einer Klinik behandelt wurden, trotz aller Hilfen, zum Beispiel durch Polizeiseelsorger. Brutale Bilder, die Schreie der Kinder in den Videos, es ist unvorstellbar. Ich bearbeite einfach dieses Video und schaue nach Hinweisen und gucke nicht möglichst danach, dass ich irgendwie einen persönlichen Bezug dazu entwickle. Das heißt, sobald ich mehr Daten habe zu diesem zum Opfer vielleicht, ein Name, ein Alter, wo kommt's her, wird das immer persönlicher
Und dann fängt man vielleicht auch daran, an der Sache zu knabbern. Aber solange das anonyme Videos und Bilder sind, kann man die noch bearbeiten und lässt sie nicht so nah an sich heran. Ich finde, das ist ein Bereich, da kann man nicht absehen und sagen, das mache ich noch so und so lange. Es kann jeden Tag der Moment kommen, wo ich sage, ich kann es nicht mehr. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, sofort aufzuhören. Derzeit ist es aber so, dass ich sage, dass die Möglichkeit, diese Täter zu identifizieren, diese Kinder aus diesen Familien rauszuholen, diesen Missbrauch zu beenden, das ist so eine große Motivation. Und wir haben so viel Erfolg bis jetzt in der BAO Berg und haben so viele Täter identifiziert und dingfest gemacht, dass das einfach ein Riesenantrieb für mich ist, diesen Job zu machen. Münster, im Stadtteil Kinderhaus. Hier hat Anton gewohnt. Viele hier kennen ihn. Und darum wollen sie für ihn schweigen, weil auch Anton jahrelang schweigen musste. Sexualisierte Gewalt passiert täglich und das ist etwas, was wir nicht so abspalten dürfen. Da müssen wir uns hier wirklich mit auseinandersetzen, alle Bürger, Bürgerinnen. Wenn für mich sexualisierte Gewalt ein Tabu ist, ganz unangenehm, unaussprechlich und ich nur mit Fassungslosigkeit reagiere, ja, und ich das nicht sehen will, dann sehe ich das auch nicht. Wir lernen Eva Bäumer vom Kinderschutzbund kennen und Martin Helmer von der Beratungsstelle Zartbitter. Sie wollen hier auf dem Domplatz in Münster auf das Leid der Kinder aufmerksam machen. Nachdem die Taten im Missbrauchsfall von Münster bekannt wurden, gingen viele Menschen auf die Straße. Die Kinderschützer sagen, ein Kind muss 7-mal einen Hinweis auf sexuellen Missbrauch geben, bis man ihm endlich glaubt. Früher hieß es, Kinder müssen sich zur Wehr setzen. Sie müssen selbst Nein sagen. So wurde es jahrelang in Präventionskursen gelehrt. Und das macht mich richtig wütend. Alleine schon die Formulierung, Kinder müssen gar nichts. Also Kinder haben ein Recht darauf, Nein zu sagen. Und selbst wenn Kinder Nein sagen, und das tun sie mit ihrem Körper, das tun sie mit ihrer Mimik, kein Kind sagt zu sexualisierter Gewalt Ja. Und trotzdem wird dieses Nein ja wissentlich von Tatpersonen übergangen. Um Kinder zu schützen, müssen Erwachsene die Täter erkennen, ihre Strategien durchschauen. Martin Helmer von der Beratungsstelle Zartbitter kennt die Täterstrategien aus den Geschichten der Opfer. Wie Täter, Täterinnen agieren, ist eine positive Beziehung zu Mädchen oder Jungen aufbauen, in dieser Beziehung das Mädchen oder den Jungen isolieren, Geheimnisse aufbauen. Also wenn ich zum Beispiel ins Kino gehe mit so einem 12-Jährigen, gehe ich vielleicht dann in Film ab 16. Das dürfen die Eltern nicht wissen. Das ist so dann das erste Geheimnis. Und dann lasse ich vielleicht mal ein Pornoheftel rumliegen und gucke, wie er reagiert. Und wenn ich merke, dass der dicht hält, ja, dann kann ich die nächste Grenze überschreiten. Martin Helmer arbeitet mit betroffenen Jungen und Männern. Oft auch Jahre nach dem Missbrauch. Gerade wenn die Täter enge Verwandte sind, kommen Kinder sehr schnell in große Gefühlskonflikte. Klassischer Fall, ich hab Papa ganz lieb und der will mir nur Gutes. Ah ja, und der macht auch diese schlimmen Sachen mit mir. Wenn ich da aber drüber spreche, dann verrate ich diesen lieben Papa und dann sorge ich vielleicht dafür, dass der ins Gefängnis kommt und mache meine Familie kaputt. Es gibt auch häufig noch extra Schweigegebote der TäterInnen, also mit auch zum Teil absurden Drohungen, was aber für die Mädchen und Jungen nicht absurd klingt. Deine Mama kommt ins Gefängnis.
weil sie nicht genug auf dich aufgepasst hat, wenn du das erzählst. Drohung und diese Ambivalenz der Gefühle sorgen häufig dafür, dass Mädchen und Jungen ganz lange schweigen. Genau, also dieses Gefühl von Scham und nicht darüber sprechen können, ich finde, das wird das für Kinder nochmal sehr deutlich. Das haben die eigentlich auch gut verstanden mit dem Albtraum. Ja, das würde ich auch nochmal mitbringen. Das haben die auch mit Ekel verbunden? Ja, da hatten wir doch nochmal mit... Wie können Kinder ihre Scham überwinden und lernen, darüber zu reden? Die Mitarbeiterinnen vom Kinderschutzbund Münster haben das schon oft in Präventionskursen geübt, in vielen Kindergärten und Schulen. Ein Mittel dabei, Mutmachbänder. Gucken wir noch mal, welche Botschaften von denen wir tatsächlich auch noch mal da lassen wollen, weil genau. Ich bin, wie ich bin. Ja, das finde ich auch toll. Ne? Ich weiß, was ich kann als Stärkung. Ja. Dieses mit meinem Körper gehört mir finde ich gut. Seit einigen Monaten fallen die Kurse des Kinderschutzbundes Münster aber wegen Corona aus. Dabei würden sie gerade jetzt so dringend gebraucht. Die Kinder müssen wissen, nicht sie selbst, sondern die Erwachsenen haben die Verantwortung für den Kinderschutz. Ich wünsche mir eher so einen aktiven Kinderschutz, dass Erwachsene auf die Kinder zugehen und sagen, ich habe das Gefühl, du bist traurig in letzter Zeit, ich habe das Gefühl, dir geht es nicht gut, ich bin für dich da, wenn du mit mir reden möchtest. Und wir versuchen das immer deutlich zu machen in unseren Präventionsprojekten. Wir sagen immer, das ist wie in so einer Elefantenherde. Wir Erwachsenen, wir sind die großen Elefanten und wir beschützen die kleinen Elefanten. Das ist unsere Aufgabe, unabhängig, ob das jetzt unsere eigenen Kinder sind oder die Kinder der Nachbarn oder in einer Schule. Wir alle sind verantwortlich, Kinder zu beschützen. Wir haben Antons Geschichte lange recherchiert. Ihm hat lange niemand geholfen, obwohl es viele Hinweise gab. Antons Stiefvater ist schon zweimal vorbestraft wegen Kinderpornografie. Schon als Jugendlicher ist er aufgefallen. Damals hat er verbotene Bilder ins Netz gestellt. Zweimal das Urteil auf Bewährung. Er hält alle Auflagen ein, auch die Termine bei seinem Bewährungshelfer. Und niemand merkt, dass er offenbar weitere Taten begangen haben soll. Anton wurde nicht geschützt. Lehrer, Nachbarn und auch die anderen Kleingärtner haben bis zur Verhaftung seines Stiefvaters und anderer Tatverdächtiger offenbar nichts bemerkt. Ich wurde als Kleinkind mit 4 Jahren und als Jugendliche mit 14 Jahren missbraucht. Diese Bilder gehen mir bis heute nicht aus meinem Kopf. Vorher war alles vergraben, aber heute holen mich diese Ereignisse ein. Wir dürfen nicht wegschauen. Wir schauen hin und sind aufmerksam für unsere Kinder. Kinderseelen kann man nicht kleben. Danke sehr. In der Innenstadt von Bergisch Gladbach. Eine Demonstration von Betroffenen sexueller Gewalt. Sie wollen reden über das, was sie als Kinder erleben mussten, in aller Öffentlichkeit. Ich spüre so innen drin, dass das für mich ein wichtiger Weg ist, mich zu zeigen, zu sprechen, um auch zu einer gewissen Heilung zu kommen. Die Zahl 41 steht für täglich 41 angezeigte Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch in Deutschland. Deswegen nennen sie ihre Initiative Tour 41. Die Begründer der Tour haben die Veranstaltung in Bergisch Gladbach organisiert. Seit 4 Jahren machen sie gegen die Strafverjährung von Kindesmissbrauch mobil. Schauen die Sterne, such dir einen aus und greif ihn dir. Mit seinem Licht vor Augen gehst du den Weg zu dir. Mut ist kein Fernbleiben unserer Angst, sondern der Wille zu handeln und greif nach den Sternen. Wozu sonst ist der Himmel da? Sag mir wozu. Such dein Ziel, du spürst es schon. Geh los und sei stark. Greif nach den Sternen. Viele Mitstreiter der Tour 41 kommen von weit her. Marin ist extra aus Wien angereist. Mir tut es auch sehr gut, wenn ich mich für andere einsetzen kann, so wie jetzt hier heute auf dieser Veranstaltung, wenn ich weiß, okay, ich kann etwas tun nachträglich und vielleicht anderen Betroffenen Mut machen, auch zu sprechen und offen damit umzugehen, weil es einfach so wichtig ist, dass wir das nicht mehr in uns reinfressen, was uns passiert ist. So, es gibt keinen Grund, sich zu schämen. Der Täter muss sich schämen. Der Täter ist der Einzige, der die Schuld dazu trägt. Und kein Betroffener trägt die Schuld an das, was passiert ist.
Maren ist selbst Betroffene von sexuellem Missbrauch. Die Orte, wo es passiert ist, schreibt sie auf. Für alle sichtbar. Markus Diekmann ist Sprecher der Tour 41. Er hat dafür alles andere aufgegeben. Auch für ihn ist sein Engagement ein Teil der Verarbeitung seiner eigenen Geschichte. Es ist so, wenn Betroffene sich untereinander austauschen, ist die Schuld und die Scham weg. Und ja, die sind froh, eine Stimme zu haben und dazu gemerkt haben, ey, ich bin ja gar nicht alleine mit meinem Scheiß. Ne? Es gibt ja noch viele von uns. Markus Diekmann erlebte als Kind viel sexuelle Gewalt. Auch deshalb hat er Deutschland für Jahre verlassen und dann in den USA gelebt. Einen festen Wohnsitz hat er seit Jahren nicht mehr. Seit 2018 tourt er mit seinem Wohnmobil und seinem Hund durch ganz Deutschland und organisiert eine Kundgebung nach der anderen. Der Missbrauch hat bei mir ausgelöst, dass ich irgendwie immer auf der Flucht bin, weil ich musste ja auch immer vor den Tätern flüchten. Und so zu Hause war nicht wirklich mein Zuhause. Ne? Das war der unsicherste Ort in meinem ganzen Leben. Ne? Und deswegen bin ich immer irgendwie mein Lebtag immer nur gerannt, gerannt, gerannt. Ne? Den Kontakt zu seiner Familie hatte er lange abgebrochen. Große Nähe zu anderen möchte er nicht mehr, außer zu seinem Hund Picasso. Bis heute lebt er mit großen Ängsten. Als Kind fühlte er sich von niemandem geschützt. Ich habe als Zeichen gegeben, ich habe mit 6 Jahren angefangen, in die Hosen zu machen. Immer wenn das passiert ist, auch wenn Besuch da war, kriegte ich so einen 10-Liter Eimer Wasser mit Waschpulver drin. Dann konnte ich mich vor versammelter Mannschaft ausziehen und meine Wäsche da drin waschen und das gepaart mit Schlägen. Ja. Markus Diekmann will aufrütteln. Seine Forderung: mehr Aufmerksamkeit, mehr Geld, mehr Therapie für die Betroffenen. Man kann lernen, damit umzugehen. Das ist aber ein langwieriger Prozess mit verschiedensten Therapien. Man kann keinen Menschen wirklich therapieren, wenn er nicht stabil ist. Das heißt, an erster Stelle muss immer die Stabilisation stehen. Das heißt, man braucht einen geschützten Rahmen, wo man sich sicher fühlt. Perspektiven müssen aufgebaut werden. Es ist halt ein Training. Und um jetzt tiefergehend Trauma zu bearbeiten, braucht man eine Traumatherapie. Zurück in Antons Welt. Er soll quer durch Deutschland gefahren worden sein. Wie eine Ware anderen Männern angeboten für Sex. Ein Treffpunkt der Täter soll auch dieser Campingplatz in Niedersachsen gewesen sein. Manche Männer sollen von weit her gekommen sein. Antons Stiefvater war zuletzt mit diesem Mietwagen unterwegs. Die Polizei hat ihn nach eigenen Angaben darin im Mai festgenommen und den Wagen Zentimeter für Zentimeter auf Täterspuren untersucht. Für Anton müssen es endlos lange Fahrten gewesen sein. Hunderte Kilometer auf dem Weg zu Vergewaltigern. Treffen in Hotels, Ferienwohnungen oder auf Campingplätzen. Anton und andere Opfer sollen zeitweise sogar mit Medikamenten betäubt worden sein. Das ist eines unserer Therapiezimmer. Alle Kinder in unserer Einrichtung bekommen Kinderpsychotherapie. Und eine Möglichkeit der traumabezogenen Therapie ist insbesondere für Vorschul- und Grundschulkinder die Spieltherapie. Manchmal können Kinder kleine Details erzählen, aber oft ist es so, dass ihnen die Sprache dafür fehlt. Zum Beispiel ein Kind, was sexuelle Gewalt erfahren hat, spielt vielleicht, dass ein schwaches Tier von einem Drachen immer wieder
angefallen wird oder von einer Schlange gewürgt wird. Manchmal ist es aber auch so, dass Kinder tatsächlich mit anatomisch korrekten Puppen zum Beispiel Szenen wiederholen, die ihnen widerfahren sind, und dazu Ideen zu bekommen, wie man geschützt werden kann, wie der Täter vielleicht bestraft werden kann. Ich nehme ein konkretes Beispiel, wo ein Kind eingekotet hat. Und wir haben uns lange gefragt, was ist das eigentlich? Und nach langer Arbeit hat es gesagt, dass es sexuell missbraucht wurde. Und immer wenn ich eingekotet habe, dann ist er nicht zu mir gekommen. Und hat das als Schutz für sich genommen. Und wenn wir jetzt versucht hätten, dieses Einkoten wegzutherapieren, hätten wir nichts von dem verstanden, was das Kind uns eigentlich von seiner Geschichte erzählen wollte. Kinder haben ihre eigene Sprache, wenn es um schlimme Erlebnisse geht. Therapeuten versuchen, sie zu verstehen. Und so hat einmal ein 8-jähriger Junge eine Höhle gebaut, die eher wie ein Hochsicherheitstrakt ausgesehen hat. Er hat alles abgesichert. Er hat eine Alarmanlage gebaut. Er hat gefährliche Tiere vor die Höhle gesetzt. Er hat Waffen dorthin gestellt. Und Hintergrund ist, dass die Kinder, die traumatisiert worden sind, natürlich hier in diesem Raum nicht die Idee haben, die Therapeutin ist jetzt eine Person, der ich trauen kann, der ich meine Geschichten erzählen kann, sondern auch hier muss ich vorsichtig sein. Und insofern, das ist was Besonderes sozusagen auch bei sexuell ausgebeuteten Kindern, die haben natürlich Angst, sich auf Erwachsene einzulassen. Oder auf Männer einzulassen und misstrauen denen natürlich, weil die Erfahrung gemacht haben, boah, der macht das jetzt vielleicht auch nur, dass der so freundlich mit mir ist und nett ist mit mir, weil der irgendwann mal doch wieder Sex mit mir möchte oder mich ausbeuten will. Und dann kriege ich jetzt ein Kuscheltier geschenkt, ja, und dann muss ich dafür ihn sexuell befriedigen mit allen schlimmen Sachen, die wir hier jetzt auch wissen. Sexueller Missbrauch von Kindern und schwerster sexueller Missbrauch von Kindern. Es ist in meiner Vorstellungswelt als Vater eigentlich gar nicht vorhanden, weil ich mir das nicht vorstellen kann, wie man einem Kind sowas antun kann. Roman von Alvensleben ist Vater einer Tochter und Rechtsanwalt. Er selbst nennt sich Anwalt der Verletzten. Er hat schon viele Kinder in Prozessen um sexuelle Gewalt vertreten. Wir sehen diese Bilder, wir müssen uns das teilweise angucken, auch kinderpornografische Bilddateien. Und wenn man diese Furcht, diese Angst, diese Trauer, diese Fassungslosigkeit, finde gar keine Worte, das zu beschreiben, in den Augen der Kinder auch auf diesen Videos sieht, das ist echt wirklich unterste Schublade. Und da kämpfe ich auch gegen und das mache ich auch immer weiter. Sein bisher größter Fall, Lüchte. Roman von Alvensleben hat in dem Prozess ein 9-jähriges Mädchen vertreten. Es ist ihre Tochter. Die Mutter will nicht erkannt werden. Das Mädchen ist eins von 30 Kindern, die auf dem Campingplatz in Lüchte vergewaltigt wurden. Die Mutter hat damals lange überlegt, ob sie überhaupt Anzeige erstatten soll. Meine Tochter hatte Angst, es würde jemand kommen oder ihr was antun. Sie hatte einfach Angst. Ich bin ja alleinerziehend und ich hatte auch Angst. Und das hat 2 Monate gedauert, bis ich Anzeige erstattet habe. Ihre Anzeige war dann der Beginn des gesamten Ermittlungsverfahrens rund um Lüchte. 5-mal musste ihre Tochter insgesamt eine Aussage machen, ihre Geschichte immer wieder erzählen. Am Ende nochmal als Belastungszeugin im Gerichtsverfahren. Der Täter wurde dabei rausgeschickt.
dann hat die Richterin das auch toll gemacht, weil sie hat nicht vom Richterstuhl aus die Befragung durchgeführt, sondern hat sich dazugesetzt, hat erstmal ein Gespräch angefangen und hat dann eben so langsam auf die Sache hingeführt. Und ich habe meine Mandantin hinterher gesprochen und sie hat gesagt, dass das nicht schlimm für sie gewesen ist, sondern dass sie irgendwie das Gefühl hat, hey, man hat mir geglaubt und ich habe die Wahrheit gesagt. Sie hat zwar was ganz Schlimmes erlebt, aber sie hat gemerkt, die Leute hören ihr zu. Und es gibt auch Gerechtigkeit. Und nur, dass die Richterin ihr zugehört hat und sie ernst genommen hat, das war eine Stärkung für sie. Wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass dieser Mann irgendwann rauskommen würde. Da sind wir total erleichtert. Am Ende werden der Vergewaltiger und ein weiterer Täter zu hohen Haftstrafen verurteilt. Aber im Fall Lüchte bleiben viele Fragen offen. Die Rolle des Jugendamtes, das Verschwinden von Beweismaterial. So viele Fehler sind hier passiert. Stellen wir mal vor, dass jetzt meine Mandantin oder die Mutter nicht mit dieser Hartnäckigkeit da vorgegangen wäre, dann würden immer noch dort Kinder missbraucht werden. Das muss man sich einfach vor Augen führen. Das ging 25 Jahre. Das ist jetzt mal seit 2 Jahren nicht mehr der Fall, weil da jemand mutig war und gesagt hat, nein, ich habe jetzt keine Angst. Doch nicht immer helfen die Mütter ihren Kindern. Antons Mutter hat offenbar nichts unternommen, was die sexuelle Gewalt hätte verhindern können. Es ist nicht bekannt, ob sie von dem bundesweiten Netzwerk und den Taten wusste. Aber sie wusste von den Bewährungsstrafen. Dem Jugendamt Münster gab sie an, ihren vorbestraften Lebensgefährten von ihrem Kind fernzuhalten. Und trotzdem, die Mutter stellte ihm eine sogenannte Stiefelternbescheinigung aus. Das bedeutete für den Stiefvater sogar noch mehr Zugriff auf das Kind. Anton selbst wird in der gesamten Zeit von den Behörden weder befragt noch untersucht. Nicht vom Jugendamt und nicht vom Familiengericht. Die Richter entscheiden, Anton soll in seiner Familie bleiben. Entscheidungen um das Kindeswohl sind oft schwer. Wo ist das Kind am besten aufgehoben und wird das Recht der Eltern gewahrt? Kinder können ihre wahren Gefühle gut verbergen. Wir stellen uns nochmal ein Kind vor, was massiv sexuell ausgebeutet wird am Nachmittag und so abspaltet und tatsächlich am Abend beim Abendbrottisch sitzt und lachend und pfeifend quasi dabei sitzt, wo jeder sagen würde, das hat Herr Janning doch bestimmt erfunden. Aber alle, die sich mit schweren Traumata auskennen, wissen, dass das wirklich Realität ist. Das täuscht Pädagogen, das täuscht sogar Gutachter und natürlich auch Richter. Es gibt zu Recht mittlerweile eine große Aufforderung, dass Kinder angehört werden, dass man sich mit Kindern beschäftigt. Das könnte ich absolut unterschreiben, aber wir müssen Kinder untersuchen. Und es reicht nicht aus, Kinder nur zu befragen. Dann sagen Kinder auf die Frage, möchtest du zu deinen leiblichen Eltern zurück, was wir Kinder niemals fragen würden, so, weil sie viel zu viel Verantwortung dann tragen würden, die dann sagen, ja klar, möchte ich das. Oder es womöglich noch begründen. Und dann denkt ein Richter oder ein Gutachter, ja, das ist doch der Kindeswille. Es gibt immer Belastungen, die gehören irgendwie zu diesem Berufsfeld natürlich dazu. Man stößt immer wieder an seine Grenzen. Bei mir sind es in erster Linie besonders Schicksale, wo es darum geht, dass ein Richter vielleicht anders entscheidet, als wir es uns gewünscht hätten. Dass es beispielsweise dann doch darauf hinausläuft, dass das Kind wieder zurück in die Herkunftsfamilie geht, wo man dann vielleicht auch ein Kind mal mit Bauchschmerzen aus dem System gehen lässt und sich eigentlich für das Kind was ganz anderes gewünscht hätte. Hier in der Übergangsgruppe im Kinderheim in Rheine bleiben die Kinder im Schnitt 1,5 Jahre lang. So viel Zeit braucht es, bis geklärt ist, wo ein Kind am besten bleibt. Manche kommen in Pflegefamilien, manche zurück nach Hause, manche wohnen langfristig in einem Heim. Ja.
Wir sind hier in Esens, an der Nordsee. Viele Kinder sind hier total entspannt. Die sind viel besser zufrieden, kommen zur Ruhe, genießen das, was wir hier anbieten, genießen das, dass wir auch mit so vielen Pädagogen hier sind, genießen das, dass wir auch 2 Wochen am Stück die gleichen Pädagogen da haben. Sommerurlaub am Meer. Eine Auszeit für die Jungen und Mädchen aus dem Kinderheim. 6 Pädagoginnen sind mit 13 Kindern aus Rheine hierher gefahren. Die freuen sich unglaublich darauf. Zum Beispiel so was ganz Banales wie Krebse suchen im Watt. Das finden die total super. Dann nehmen die ihren Kescher mit und freuen sich da einfach schon die ganze Zeit drauf. Einfach, wenn wir davon reden, dass wir bald ans Meer fahren. Viele der Kinder kommen hier tatsächlich zur Ruhe. Die Jungen und Mädchen genießen die Sommerferien und lachen viel. Und trotzdem ist auch die Ferienfreizeit an der Nordsee keine heile Welt. Manche Ängste der Kinder reisen einfach mit. Hier müssen die sich häufig rückversichern, gerade die Kinder, die ein großes Thema mit Schutz haben, ob wir auch gut aufpassen und ob wir die Türen gut abschließen und ob auch wirklich niemand reinkommen darf. Und das dauert seine erste Zeit und das kriegen wir gut hin, wenn wir mit den Kindern zum Beispiel zusammen die Türen abschließen oder einmal durchs ganze Haus gehen, das Gelände abgucken. Die Pädagogin Jennifer Grüß weiß, die Jungen und Mädchen haben Schreckliches erlebt. Die Kinder brauchen die Betreuerinnen, auch hier am Nordseestrand. Sie brauchen viel Zeit, Geduld, Mitgefühl und Verständnis. Ein Stück Sicherheit und Stabilität. Für jedes einzelne Kind ist es ein langer Weg. Die Helferinnen aus diesem Film haben ihre Zuversicht aber nicht verloren. Ich habe das nicht, dass ich denke, boah, was für eine böse Welt wir hier haben. Und bin eher hoffnungsvoll. Ich bin hoffnungsvoll, dass wir vielen Kindern helfen können und viele Kinder aufnehmen können. Und ich bin froh, dass sie aus dem Umfeld raus sind und hier einen Neustart beginnen können. Wir Erwachsenen sind verantwortlich für den Kinderschutz, nicht die Mädchen und Jungen. Die können das nicht allein. Natürlich bleiben etliche Narben und Wunden zurück, die man nicht bagatellisieren darf. Aber genau dafür ist es ja wichtig, an welchen Stellen können wir Heilung bringen. Wenn wir 3000 kleine Puzzlestückchen haben, die alle durcheinander geraten sind, ja, dann sind wir jeden Tag dabei, immer wieder 2 weitere Puzzlestückchen an den rechten Ort zu bringen. Vertrauen so in die Welt da draußen darf man nicht verlieren. Das hat man ja vor dem Job jetzt hier auch schon erlebt bei der Polizei, dass man ein gesundes Grundvertrauen in den Menschen haben sollte, aber dass man trotzdem immer damit rechnen sollte, dass auch hinter jedem Menschen auch ein Täter stecken kann. Die Erfahrung, dass viele Kinder, die hier in der Einrichtung gelebt haben, doch noch wieder gut ins Leben kommen konnten, wie sie wieder mutig werden, das macht es mir auch leicht, diesen Beruf auszuüben. Und was ist mit Anton? Er hat noch einen langen Weg vor sich und Narben werden bleiben. Aber er ist in Sicherheit und wird als Zeuge befragt. Er kennt Namen von Tätern und Opfern und kann den Ermittlern weiterhelfen. Sicher eine große Belastung für ein kleines Kind, aber vielleicht kann er damit sogar andere Kinder retten.